den Käfer. Dafür wurde VW gegründet. VW wurde am Anfang von Ferdinand Porsche geführt, zusammen mit seinem Schwiegersohn Anton Pirch. Der ging dann aus der Geschäftsführung raus und gründete nach dem Krieg die Autofabrik Porsche. Der Sohn von Anton Pirch, Ferdinand Pirch, wiederum ging von Porsche wieder zu VW, während sein Vetter Wolfgang Porsche später versuchte, VW zur Tochtergesellschaft von Porsche zu machen, was aber scheiterte, sodass VW am Ende die Mutter von Porsche wurde. Das heißt, zusammengefasst, der Vetter vom Sohn, vom Schwiegersohn, wollte die Mutter zur Tochter machen. Solche Familienstrukturen kennt man sonst nur aus dem Emsland.